Diese Affäre reicht tief in die Spitzen des Senats von Berlin. Es ist empörend, was fleißige Menschen hier in der Stadt für unser Land erwirtschaften, über Steuereinnahmen, wie damit umgegangen wird. Das grenzt an Veruntreuung. Wenn wir es nicht schaffen, hier aufzuklären, hier ein Stoppzeichen zu setzen als Parlament, kann der Schaden in die hunderte Millionen gehen. Also ich habe schon viel Verrücktes in Berlin gesehen, auch gerade unter der jetzigen Rot- und Grünen Koalition. Aber dass man vorsätzlich, wissentlich und willentlich Regeln bricht, unkalkulierbare Risiken eingeht, weil man glaubt, man ist der Herrscher, man unterläge keiner demokratischen Kontrolle und könnte sich alles erlauben, ist schon ein einzigartiger Vorgang, den wir nicht tolerieren dürfen. Diese Affäre ist keine Affäre Friedrichshain-Kreuzbergs, sondern diese Affäre ist eine Affäre des Senats von Berlin. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Motivation des Bezirks sicherlich nachvollziehbar ist. Man möchte Mieterinnen und Mieter davor schützen, dass durch den Verkauf ihrer Immobilien an Dritte, an Kapitalgesellschaften im Ausland Situationen entstehen, die zu Verdrängung führen, dass Situationen entstehen, die zu einer Belastung der Mieterinnen und Mieter oder gar zum Verlust der Wohnung führen. Das Instrument, das man im Bezirk ersonnen hat, kurzerhand die Immobilien zu kaufen, und zwar zu den Preisen, die gerade spekulativ am Wohnungsmarkt gezahlt werden. Das führt aber in jedem Fall in die Irre und ich will auch gerne erklären, warum das so ist. Wir haben es in Berlin damit zu tun, dass mitunter vollkommen illusorische Mondpreise für Wohnhäuser gezahlt werden. Gerade in den Innenstadtbezirken ist das der Fall. Es ist niemandem erklärlich, wie man zig Millionen für eine Immobilie ausgeben kann, in denen das Mietniveau gerade mal bei 4, 5, 6 Euro den Quadratmeter in einigen Wohnungen liegt. Dafür gibt es eine Rechtskonstellation, das sogenannte Vorkaufsrecht. Der Bezirk kann sagen, ich nehme selber Geld in die Hand, wenn ich es denn habe, und kaufe über ein Vorkaufsrecht aus, ein kommunales Vorkaufsrecht, und kaufe die Immobilie dem Verkäufer zu genau dem Preis ab, den auch ein privater Käufer gezahlt hätte. Das ist dann begründbar und wir üben das, glaube ich, auch zu Recht aus, wenn wir sehen, in bestimmten Milieus, in bestimmten Bezirken haben wir ein Interesse daran, unsere kommunalen Wohnungsbestände zu steigern, auch um die örtliche Struktur zu erhalten. Da haben wir uns strenge Vorgaben gegeben als Land. Wir kaufen als Land nicht zu spekulativen Preisen. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen sehr genau auf ihre Zahlen achten. Es ist Steuergeld, das ausgegeben wird. Man kann nicht sagen, man bezahlt das Zigfache dessen, was aus einer geringen Miete, die wir wollen, heraus erwirtschaften werden kann. Denn alles andere führt zur Verschuldung der öffentlichen Hand und das sind Lasten, die noch Generationen abzutragen haben. Das war dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg aber egal, denn er kaufte die überteuerten Immobilien ja nicht für sich selbst, sondern suchte nach einem Käufer, der ihm ins politische Konzept passt. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gab es nun die Idee, eine Genossenschaft, die noch gar nicht existierte, heranzuziehen, um diese Immobilien, die der Bezirk im Blick hatte und bei denen er zeigen wollte, da lassen wir jetzt nicht zu, dass ein privater Eigentümer sie erwirbt, um die an sich zu ziehen und sofort sozusagen direkt weiter in die Hände einer Genossenschaft zu geben. Also das Vorkaufsrecht des Bezirks zugunsten einer Genossenschaft auszuüben. Man hat dort auf der einen Seite seitens des Bezirks in Veranstaltungen den Mieterinnen und Mietern ganz viel Angst gemacht. Angst davor, was passiert, wenn jemand Privates diese Immobilie für einen überteuerten Preis erwirbt. Anstatt ihnen zur Seite zu stehen und zu sagen, wir werden euch davor schützen, dass Mieten über Gebühr erhöht werden, wir werden euch davor schützen, dass unzulässige Kündigungen ausgesprochen werden, wir versprechen euch, ihr habt uns an eurer Seite. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat den Mieterinnen und Mietern suggeriert, dass sie rechtlos sind. Man hat ihnen suggeriert, dass der Staat handlungsunfähig ist und sie nicht schützen kann vor dem, was natürlich jemand, der für viel zu viel Geld eine Immobilie kauft, zunächst einmal versuchen wird, Mieten zu erhöhen. Aber das kann er nicht im deutschen Recht, einfach so. Also hat man die Mieterinnen und Mieter überzeugt, jetzt für viel Geld zum Teil Schulden aufzunehmen, um Anteile für eine neue Genossenschaft zu zeichnen. Und zugunsten dieser Genossenschaft hat man dann die Immobilien für einen deutlich überhöhten Preis im Rahmen des Vorkaufsrechts erworben. Und es ist eben so, dass der Markt im Moment durchdreht. Wenn man da dann einsteigt, dann muss man es zu diesen Preisen in der Regel tun. Und auch die öffentliche Hand, von der hat der Bezirk erwartet, dass sie Millionenbeträge für überteuerte Immobilien bereitstellt, obwohl
man auf den ersten Blick erkennen musste, bei dem Mietniveau, das rechtlich zulässig ist, kann sich ein solcher Kaufpreis niemals rechnen. Und weil das so ist, wäre es auch rechtlich gar nicht zulässig gewesen, diese Vorkäufe auszuüben. Das hat der Rechnungshof von Berlin gerade wieder festgestellt. Er hat diesen Sachverhalt geprüft und hat gesehen, es sind alle Fehler begangen worden, die man nur hätte machen können. Ich bin da kein Populist, das sage ich ganz klar. Ich versuche all die Themen, die ich bearbeite, sehr genau auszuarbeiten mit den ganzen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Erstens, diese neue Genossenschaft, die gerade erst in der Entstehung begriffen war, hatte gar kein Geld. Sie war überhaupt nicht zahlungsfähig. Und dann haben wir diese Genossenschaft am 16. Mai gegründet und einen Tag später haben wir das erste Haus gekauft. Gekauft heißt in dem Fall, wir haben uns verpflichtet, ein Haus zu kaufen. Und daraus folgen jetzt wirtschaftliche Risiken für den Bezirk in Höhe von 27 Millionen Euro. Und sollten sich die Risiken realisieren, dann haftet letztlich der Steuerzahler dafür. Das heißt, alle fleißigen Menschen in dieser Stadt, die Geld verdienen und Steuern zahlen und diesen Unsinn der Bezirksregierung in Friedrichshain-Kreuzberg dann auszubaden haben. Das war dem Bezirk egal. Stadtrat Florian Schmidt behauptete in diversen Äußerungen, es gebe gar kein öffentliches finanzielles Risiko. Das ist nicht der Fall. Das hat der wissenschaftliche Dienst des Parlaments geprüft. Das hat der Rechnungshof auch erneut geprüft. Das war glatt gelogen. Selbstverständlich hätte der Steuerzahler und muss auch in Zukunft gerade stehen für diese Immobiliengeschäfte. Der Versuch des Bezirks war dann, den Senat von Berlin zu erpressen und zu sagen, hört mal, dieses Geschäft darf nicht scheitern. Denn wenn es scheitert, steht der Steuerzahler, steht das Land Berlin gerade mit zig Millionen Euro. Dann muss man sich aber auch erpressen lassen als Senat. Ich hätte in der Situation erwartet, dass der Senat ganz klare Kante zeigt und sagt, das geht so nicht. Mindestens geht es nicht in mehreren Fällen nacheinander. Und insofern frage ich mich, warum es passiert ist, dass die öffentliche Hand bei der Prüfung, ob diese Genossenschaft überhaupt wirtschaftlich diesen Immobilienpreis jemals refinanzieren kann, gesagt hat, wir gucken mal über all diese Fehler hinweg. Was hat der Senat von Berlin gemacht? Der Senat von Berlin hat, als er merkte, die Investitionsbank Berlin, also die Bank, die darauf achtet, dass ordentlich mit unserem Steuergeld umgegangen wird, dass kein Schmuh betrieben wird, dass Geld nicht einfach über den Tisch geschoben wird. Als sie gemerkt hat, dass die Investitionsbank gesagt hat, Moment mal, wir könnten uns strafbar machen, wenn wir einen öffentlichen Kredit bei diesen Voraussetzungen an die Genossenschaft geben. Da hat der Senat von Berlin gesagt, okay, dann machen wir es eben selbst. Wir als Senat tun das, was normalerweise die Bank tun müsste und prüfen die Wirtschaftlichkeit dieser Genossenschaft. Der Stadtentwicklungssenator, damalige Staatssekretär Schiel, rechnete dann kurzerhand die wirtschaftlichen Kennziffern der Gesellschaft schön, um zig Millionen an Krediten zu sichern. Doch nicht nur das. Er hat auch Vorgaben formuliert, über die man sich nur wundern kann. Schiel hat gesagt, ich erwarte, dass Mieten über das Niveau heraus erhöht werden, dass das BGB zulässt, dass Mieten so erhöht werden, wie es der Mietendeckel in Berlin, den die Linken erfunden haben, gar nicht zulässt. Ich selbst habe den Senat gerade erst gefragt, sind Mieterhöhungen, wie sie von der DIESE-EG verlangt wurden, eigentlich nach dem Mietendeckel, den man sich selbst gegeben hat, zulässig? Die Antwort des gleichen Senators, nein, sind sie nicht. Man verstößt also sogar gegen die eigenen Vorschriften, die man zum Schutz der Mieter meint, erlassen zu müssen. Und das ist mir unbegreiflich, wie bei all diesem Vorgehen es sein kann, dass ein Stadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg nach wie vor im Amt ist, trotz fortgesetzter Rechtsverstöße, wie ich behaupte, zu Lasten der Mieterinnen und Mieter und zu Lasten des Steuerzahlers. Und dass er Mittäter im Senat hat, die bis weit in die Spitze reichen. Der heutige Stadtentwicklungssenator war federführend. Ramona Popp als Wirtschaftssenatorin war Aufsicht der Investitionsbank Berlin, die am Ende die Millionen ausgezahlt hat. Sie kannte die Bedenken der Investitionsbank. Sie wusste, dass die Investitionsbank es für strafrechtlich höchst bedenklich hielt, wenn man dieser Genossenschaft die Millionen auszahlt. Innensenator Geisel hätte die Verantwortung gehabt und auch er kannte die Vorgänge, als Bezirksaufsicht einzuschreiten, wenn im Bezirk gegen Recht so klar verstoßen wird. Und zu guter Letzt ein Finanzsenator, der sich tatsächlich in Haftung nehmen lässt für so verantwortungslose Immobiliendeals,
der tatsächlich einem Florian Schmidt mit zig Millionen Euro bereit ist, den Rücken zu decken, anstatt ein Stoppzeichen zu setzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ist mit Sicherheit auch eine Fehlbesetzung in seinem Amt. Vier Senatoren, die alle mitgewirkt haben, um diesen Immobiliendeal zu decken, um darüber hinwegzutäuschen, dass hier Mieterinnen und Mieter betrogen werden, genauso wie die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Berlin. Wir haben parlamentarische Initiativen ergriffen, um das zu stoppen. Uns wurde aber immer vorgehalten, ihr handelt doch nur im Interesse der Immobilienlobby. Wo ich sage, nein, wir handeln im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Wir haben Akteneinsicht genommen. Den ganzen Sommer über haben wir uns eingearbeitet in zig Aktenordner, um ein Bild davon zu bekommen, was eigentlich schiefgelaufen ist. Wir haben gemerkt, dass wir mit massiven Vertraulichkeitsvorschriften dann konfrontiert waren, die uns verboten haben, offen über das zu sprechen. Wir können gar nicht die Zahlen auf den Tisch legen, die das belegen. Wir können nicht namentlich benennen, wer an welcher Stelle genau welche Unterschrift geleistet hat, um diese schrägen Immobiliendeals mit Steuergeld zu subventionieren. Und weil das so ist, haben wir am Ende gesagt, es bedarf vielleicht noch des schärfsten Schwerts des Parlaments. Das ist ein Untersuchungsausschuss. Nur dort darf nicht gelogen werden. Dort wäre es eine Straftat. Dort müssen alle Akten auf den Tisch des Parlaments. Dort wird es uns gelingen, am Ende viele Informationen hervorzuarbeiten, die der Staatsanwaltschaft von großer Hilfe sein werden. Denn es wird bereits ermittelt gegen Florian Schmidt. Und ich sage vorher, das wird nicht der letzte untreue Tatbestand sein, bei dem die Staatsanwaltschaft den Finger hebt, sondern wenn ich mir angucke, welche Senatoren Mittäter waren dieser Deals, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der halbe Senat ins Visier auch der Staatsanwaltschaft kommt. Und da haben wir als Parlament die Pflicht und Schuldigkeit, auch mitzuwirken an der Aufklärung. Das ist unser Selbstverständnis und da kann ein Untersuchungsausschuss helfen. Sie sind offenbar ideologisch getrieben. Sie glauben an den Sozialismus. Sie glauben daran, dass Staatswirtschaft besser ist für die Menschen. Dabei wissen wir aus unzähligen Beispielen aus der Geschichte, dass das Gegenteil der Fall ist. Das grenzt an Veruntreuung von Geld, das wir doch einsetzen müssen im Interesse des Gemeinwohles, im Interesse aller. Und wenn wir Geld verschwenden für den Kauf von Wohnungen, ohne neue zu bauen, dann ist das nicht im allgemeinen Interesse, weil es niemandem etwas bringt. Es wird nur eine Eigentümerwechsel wird herbeigeführt und dafür werden unsere Ressourcen, die an anderer Stelle benötigt werden, gebunden. Und das ist einfach empörend und in letzter Konsequenz auch unglaublich dilettantisch.